Und die Bahnstrecke zwischen Korneuburg und Ernstbrunn feiert heuer ihren 110. Geburtstag. Aus diesem Anlass ist ein Dampfzug heute vom Wiener Praterstern bis nach Ernstbrunn gefahren. Zahlreiche Gäste sind nach Ernstbrunn gekommen, um den Jubiläumszug zu empfangen. Nachdem der Dampfzug auf seinem Weg über Korneuburg nach Ernstbrunn bereits in den Bahnhöfen in Stetten, Mollmannsdorf und Kannerbrunn feierlich begrüßt worden ist, gab es vor der Rückfahrt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm im Zeichen des 110-jährigen Jubiläums. Herzlich bei uns jene begrüßen, die schon fleißig gearbeitet haben hier am Bahnhof in Ernstbrunn, die Musikkapelle Ernstbrunn. Herzliches Grüß Gott, Applaus. Zwei Dinge sind wichtig: das Wetter hält, wie meistens bei unseren Veranstaltungen hier am Bahnhof in Ernstbrunn. Und viele Leute kommen, das freut uns natürlich als Veranstalter sehr.
Und daher darf ich ganz, ganz herzlich zunächst einmal nach der Musikkapelle die Wichtigsten begrüßen. Unsere Kunden, die mit dem Zug hier der Wiener Lokalbahnen von Wien nach Ernstbrunn angereist sind. Herzliches Grüß Gott unseren Gästen, die mit dem Sonderzug gekommen sind. Und da möchte ich ganz besonders erwähnen, die Familie González. Herr González stammt, und ich denke, er ist wohl heute der weit angereisteste Teilnehmer. Der kommt vom weitesten her, aus Denver, Colorado. Grüß Gott unseren Gästen aus Bayern und aus Sachsen, die heute auch mit am Zug waren. Das freut uns, weil die Eisenbahnstrecke hier offensichtlich auch international Interesse und Anerkennung findet. Schön, dass hier auch Gäste aus dem Ausland, eisenbahnbegeisterte Gäste, hier da sind, die das heute mit uns genießen, dieses einmalige Dampfzugerlebnis und die Geburtstagsparty. Ich darf weiters begrüßen den Hausherrn hier und seinen Vorgänger, Herrn Bürgermeister Horst Gangl, der mit dem Zug schon aus Korneuburg angereist ist, und unseren Altbürgermeister, der seinerzeit auch auf den Regionalbahngeschmack gekommen ist, Johann Brühl. Herzliches Willkommen. Ich begrüße unsere Bezirkshauptfrau. Herzlichen Applaus für unsere Bezirkshauptfrau Müller-Teufel. Auf der Strecke haben sich schon viele Bürgermeister und Vizebürgermeister eingefunden. Einer ist hier als Stammgast in Ernstbrunn auch mitgekommen, Vizebürgermeister von Habersdorf, Josef Meisser, mit seiner Gruppe. Herzliches Grüß Gott, schön, dass ihr heute hier mitfeiert und am Bauernmarkt dann weiterfeiert. Herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass auch seitens der Wirtschaftskammer wir heute einen Gast haben, Peter Hopfeld aus Stockerau. Leider nur Tourismusverkehr. Herzliches Willkommen hier in Ernstbrunn. Einen Rekord hat sicher aufgestellt unser Raiffeisenbankdirektor. Herzliches Willkommen, Kurt Sommer. Er hat sicher die meisten Banken gespendet, die jemals auf dem Bahnhof gestanden sind. Ich habe Sie eindrucksvoll begleitet von Kannerbrunn, und insbesondere bei der Parallelfahrt auf der Landesstraße zwischen Wetzleinsdorf und Korneuburg hat uns der Großrusbracher Traktorenverein. Ich grüße seine Tussi, die er mit sich führt heute, unverkennbar mit ihrem pinken Traktor, und alle Kolleginnen und Kollegen des Großrusbacher Traktorenvereins, die auch bei unseren Oldtimer-Treffen immer treu vertreten sind. War eine tolle Action, die er heute hier mit ermöglicht hat, mit der Parallelfahrt, mit der Dampflok. Auch ein bisschen Mr. Regiobahn geworden, er hat sich sehr mit dem Thema Eisenbahn befasst. Er beißt sich auch dran, so wie wir alle, schon langsam die Zähne aus. Wir werden jetzt bald die Dritten uns bestellen. Abgeordneter Ingenieur Hermann Haller, danke für dein Kommen. Du bist heute unser Festredner. Das freut uns, dass du dir wie meistens hier für Ernstbrunn auch Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben fast noch kein Festl ohne dich hier abgeführt. Hermann, herzliches Willkommen. Unsere Regiobahn, bezeichnen wir sie als alte Dame, ist heute 110 Jahre alt geworden. Das ist so etwa 4 Menschengenerationen, können sich erinnern, was hier passiert ist. Am Anfang wichtig für die Region, sehr viel wirtschaftlicher Nutzen entstanden. Voraussetzung war diese Bahn für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Dann hat es so Zeiten gegeben, da wusste man nicht ganz, will man sie sterben lassen oder bringt man sie vielleicht sogar zu Tode. Sie ist nicht gestorben, sie hat jetzt 110 Jahre durchgehalten, und wir haben jetzt viele Ideen für ihre Zukunft, weil sich vieles geändert hat in unserer Umwelt und weil Bahnen wieder durchaus Sinn machen. Wird europaweit schon erkannt. Wir kehren zu Europa, und daher hoffe ich, dass es auch bei uns bald von allen erkannt wird. Von den Wesentlichen hier in der Region ist es absolut erkannt. Geschätzte Damen und Herren, liebe Jugend, verehrte Ehren- und Festgäste, nach einer nostalgischen Fahrt mit dem Dampfzug über den Weinviertler Semmering sind wir nach sehr vielen kulinarischen Köstlichkeiten fest und flüssig am Zielbahnhof Ernstbrunn angekommen. Daher möchte ich Sie alle anlässlich des 110 Jahre Lokalbahn Korneuburg Ernstbrunn im Namen der Marktgemeinde Ernstbrunn hier in der Region Leisserberge, eigentlich mitten im Herzen des Weinviertels, auf das Allerherzlichste begrüßen. Den damaligen Startschuss gab der Niederösterreichische Landtag und beauftragte bereits 1896 eine Studie zum Bau der Bahn von Korneuburg nach Ernstbrunn. Bereits am 26. November 1904 erfolgte die Öffnung dieser Lokalbahn von Korneuburg nach Ernstbrunn nach einer 15-monatigen Bauzeit. Denken wir nur, welche Hilfsmittel vor 110 Jahren den arbeitenden Menschen zur Verfügung standen. Eigentlich stehen wir heute nach 110 Jahren wieder vor so einer wichtigen strategischen Entscheidung zum Thema öffentlicher Verkehr. Damit meine ich Bund, Land, sowie die Gemeinden mit ihren Bürgerinnen gemeinsam mit einem modernen Verkehrsunternehmen, ÖBB, Graz, Köflach, Partnerbahn, wie auch immer, jeder ist gerne willkommen,
ein zukunftsweisendes Projekt für unsere Pendler, Schüler und Touristen hier auf der einzigen Strecke, die vom Ballungsraum direkt in das Herzen des Weinviertels führt. Zum Abschluss wünsche ich uns allen an unserem gemeinsamen Ziel viel Erfolg. Ihnen, liebe Gäste, danke ich für Ihren Besuch und Ihre Aufmerksamkeit. Bedanke mich persönlich nochmals bei den Organisatoren und Mitwirkenden des Vereines Neues Landesbahn, bei den Pfadfindern, bei der Bäckerei Gepp sowie bei den Weinhauern und wünsche uns gemeinsam einen feierlichen Ausklang und unseren Gästen einen schönen Ausflug in die Leisser Berge. Dankeschön. Der Landtagsabgeordnete Ingenieur Hermann Haller um seine Festrede zum heutigen Geburtstag unserer alten Dame bitten. Hermann. Ja, danke Hans Nahenhofer. Dein Herzblut für die Bahn und für diese Gegend merkt man in jeder Ader bei dir. Das ist gut so, wie jedes große Projekt braucht natürlich Befürworter und da muss man oft mit voller Kraft, vollem Engagement und viel, viel Zeit daran arbeiten. Geschätzte Frau Bezirkshauptmann, Herr Altbürgermeister, Herr Bürgermeister, lieber Herr Kommerzialrat, der du für die Wirtschaft und für den Tourismus sehr viel für den Bezirk auch tust, aber vor allem, geschätzte Damen und Herren, dass ihr so zahlreich immer wieder, das muss ich wirklich bewundern, bei den Festen hier in Ernstbrunn seid. Und ich bin immer beeindruckt. Wissen Sie warum? Ich bin auch ein Weinviertler, ich kämpfe eigentlich im Land Niederösterreich. Wissen Sie, das ist ja nicht nur ein Kampf der Parteien, sondern auch ein Kampf der Regionen. Jeder möchte möglichst viel in seiner Region zusammenbringen. Und ich muss schon sagen, dass die Region Ernstbrunn, Leisser Berge, Naturpark, Bauernmarkt Simonsfeld sehr, sehr viel zusammengebracht hat. Und dafür möchte ich einmal wirklich um einen Applaus bitten, weil da steckt sehr, sehr viel dahinter. Und wenn wir heute feiern, 110 Jahre Regionalbahn, dann muss man wissen, dass die Infrastruktur, die vor 110 Jahren hier gelegt wurde, gut für vor allem für den Güterverkehr war, gut war für den Pendlerverkehr. Aber fällt Ihnen eines auf? Zum einen ist ja dieses Gängelband durch das Weinviertel, durch diese hügelige Naturlandschaft, eines auffällig, dass sie nie oder fast nie durch Orten fährt und immer nicht ganz neben Orten fährt. Wissen Sie, warum das früher war? Die Zeiten waren ja nicht immer so gute und glauben Sie mir bei aller Jammerei, sie sind sehr gut, doch noch momentan, sondern es hat immer wirtschaftlich schwierige Zeiten gegeben und mit der Bahn ist in vielen Ortschaften dann sozusagen das Gesinde, Hungernde, Arbeitssuchende gekommen, auch Brandstifter und viele Ortschaften wollten daher bei den Verhandlungen nicht die Bahn im Ort haben, sondern abseits des Ortes haben. Das war oft auch der Grund. Aber ich möchte schon eines sagen und Ehrlichkeit und Wirtschaftlichkeit ist auch ein wichtiger Faktum. Die ÖBB hatte die Bahn nicht eingestellt aus Jux und Dollerei. Aber die große Idee wäre das. Wir haben hier ein Konzept entwickelt, das sehr, sehr gut ausschaut und ich freue mich schon, wenn das vielleicht sogar mit Anfang des nächsten Jahres, also heißt 1.1., vielleicht der Startschuss für dieses schon fallen würde. Das würde uns auch bei der Benutzung der Regionalbahn natürlich helfen, weil ich vorher schon gesagt habe, die Bevölkerung, die Leute wohnen ja nicht nur neben der Bahn, sondern wir müssen einen viel größeren Raum hier mit einbeziehen. Daher feiern Sie noch gut, fragen Sie die Leute, die hier profund sind, was die Entwicklungen der Bahn sind. Und ich danke auch dem Umfeld, nochmal wie gesagt, dem Naturpark, dem Bauernmarkt, das alles ist wichtig. Hand in Hand schaffen wir Großes. Danke für Ihr Kommen, alles Gute zum Geburtstagsfest. Meine Damen und Herren, nochmal herzlichen Dank, Ingenieur Hermann Haller, für seine Festrede. Ich darf Sie nun bitten, sich von den Plätzen zur niederösterreichischen Landeshymne zu erheben. Abschiedsapplaus. Die Kolleginnen und Kollegen der Musikkapelle verabschieden sich jetzt. Wir bauen jetzt bereits um für den Holzschnitzer. Ich melde mich in Kürze mit weiteren Informationen über den Ablauf, über die Shuttlebusse. Ja, ich wollte am letzten schon wegen der Jungen gesagt, nein, zuerst steht der Schnitzen und wenn das Viech zum Ausschauen ist, dann dazu bei uns Näheres. Stefan, leg los. Thank you.
Nein, das ist zu alt, das braucht schon länger. Super! Na, echte, ja, die richtigen Vorbahnen, genau, was? Gell? Also Stefan ist fertig, ist es so? Das Werk ist vollbracht. Ich habe übrigens, ich habe halt gesagt, ich spendiere das, dass wir ein wenig Unterhaltungsprogramm haben. Du wirst dich wundern, ich brauche nichts spendieren, ich habe eine Käferin für dich. Nein, die bleibt da, Hans. Kommst du auf? Die bleibt da. Hast du einen zweiten Holzblock da? Oh, nicht, aber ich... Nein, aber wir wollen schon für den Bahnhof auch eine haben. Es bleibt eh das gleich, nur eine mehr, wie es los. Komm auf da. Ja, macht's gleich den Deal. Mir ist das recht. Aber ich brauche dann auch eine. Mir muss eine nachliefern. Zunächst einmal Applaus für den Stefan zu seiner gelungenen... Ernst, die Eule! Stefan, ich habe mich schon ein paar gefragt, wegen dem muss ich das jetzt fragen. Woher kommst du überhaupt? Eingemannsbrunn, bei Kirchberg am Marlam. Willst du die E-Mail-Adresse auch gleich sagen? Ja, ich habe Kater mit. Der muss sich die Eulen oder sonstige Vieh. Was magst du eigentlich noch sonst was außer Eulen so? Was gibt es da für Motive? Nein, wir haben eine gemischte Wirtschaft daheim, die wir in den nächsten 2-3 Jahren übernehmen. Okay, und was bastelst du außer Eulen für sie für Viecher? Was kann man sich da noch wünschen oder bist du der Eulenspezialist davon und aus? Ja, am liebsten mache ich Eulen, aber eigentlich einen Hund habe ich schon gemacht, Wütze, Schwammerl, Fieseleier, einen Bären und ein Schaf einmal. Okay, ein Schaf auch schon, ein Schwammerl auch. Also wenn ich mir mal ein Selbstporträt von mir machen lasse, wie magst du das Schwammerl? Gut. Pass auf, die Eulen geht jetzt wohin, komm her, du Marika? Die geht nach Clement. Und wie schnell, wenn die nach Clement geht, kriege ich dann trotzdem eine am Bahnhof? Ja, im Laufe der Woche jetzt. Passt, dann zahle ich das auch wirklich gleich und du musst mir es aber bringen. Weil den Deal mit der Eulen machst du jetzt mit der Marika aus. Passt. Super, passt. Nochmal Applaus für die Käuferin unserer Eulen, wir geben sie weiter. Aber ich kriege eine weitere Eule. Und ihr habt gehört, der hat seine Karte mit der Stefan, der was einmal sowas braucht für daheim, als Briefbeschwerer für besonders Kräftige, oder halt einfach, weiß ich nicht, dass man es vor die Tiere rein kann, wenn jemand, den man nicht mag, dass sie zu Besuch kommen, weil dann kann es gar nicht mehr rein. Oder in Garten stehen oder sonst wo. Ein Schwammerl, alles mögliche haben wir gehört. Und ein Schaf hat er auch schon gemacht. Wer weiß, vielleicht will einer Kamel oder sonst was, du probierst das halt einfach. Schauen wir mal, mit Röcker, wo es ist, auch nicht so zieler. Du, recht herzlichen Dank, weil du da recht Spaß jetzt zum Zuschauen. Danke. Super, Stefan, und gute Geschäfte bei deinen Holzschnitzereien. Alles Gute. Bitte?